Ich muss mit der Wahrheit herausrücken und der Welt sagen, dass ich diese 7 Männer wegen Mordes und Raubes getötet habe. Im Laufe der Jahre haben die unvorstellbaren Verbrechen männlicher Serienmörder wie Jeffrey Dahmer und Ted Bundy die Nachrichten so sehr beherrscht, dass man leicht vergisst, dass auch Frauen in der Lage sind, Verbrechen zu begehen, die so blutig sind, dass sie die Welt in ihren Bann ziehen. Eine dieser Frauen war Aileen Carol Wuornos, auch bekannt als The Damsel of Death, die oft als Amerikas erste weibliche Serienmörderin bezeichnet wird. Während viele glauben, dass Aileen der Teufel selbst war, der sich materialisiert hatte, um Floridas Highways heimzusuchen, glauben andere, dass sie eine geschädigte Frau war, die sich auf einen tödlichen Weg begab, nachdem sie ein schlechtes Blatt im Leben bekommen hatte. Im heutigen Video werde ich einen tiefen Einblick in das bewegte Leben von Aileen Carol Wuornos geben. Die Entstehung eines Monsters. Aileen wurde am 29. Februar 1956 als Aileen Carol Pittman in Rochester, Michigan, als Tochter ihrer Mutter Diane Wuornos und ihres Vaters Leo Dale Pittman geboren. Ironischerweise hatte Aileen schon vor ihrer Geburt ein schlechtes Blatt in der Hand. Aileens Mutter, Diane Wuornos, lernte ihren Vater, Leo Dale Pittman, kennen und heiratete ihn, als sie 14 und er 18 Jahre alt war. Einigen Berichten zufolge waren Dianes Eltern, Laurie und Britta Wuornos, nicht mit der Verbindung mit Leo einverstanden, also brannte sie mit ihm durch. Ein Jahr, nachdem die beiden Teenager den Bund der Ehe geschlossen hatten, brachte Diane am 14. März 1955 ihr erstes Kind zur Welt, Aileens älteren Bruder Keith. Es gibt zwar keine Einzelheiten über die Ehe von Leo und Diane, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass sie nicht angenehm war. Denn im folgenden Jahr, 2 Monate vor Aileens Geburt, reichte Diane die Scheidung ein. Kurz nach Aileens Geburt wurde bei ihrem Vater Schizophrenie diagnostiziert und er wurde wegen Entführung und Körperverletzung eines 7-jährigen Mädchens inhaftiert. Ein paar Jahre nach seiner Verurteilung nahm sich Leo das Leben und besiegelte damit das Schicksal seiner Tochter, obwohl sie sich nie getroffen hatten. Nachdem Diane die Scheidung eingereicht hatte, zog sie wieder zu ihren Eltern und Geschwistern nach Troy und nahm ihre Kinder Keith und Aileen mit. Da Keith und Aileen noch sehr jung waren, hielten sie Diane schnell für ihre ältere Schwester, während Britta und Laurie ihre leiblichen Eltern waren. Und niemand hielt es für klug, diese Vorstellung zu korrigieren. Vor allem, weil Diane ein paar Jahre später abhob. Im Januar 1960 verließ Diane die Familie und ließ ihre Kinder bei ihren Großeltern zurück. Damals war Aileen etwa 4 Jahre alt und ihr Bruder fast 5. 2 Monate, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte, adoptierten Aileens Großeltern sie und Keith offiziell. Jetzt bestand der Haushalt offiziell aus Laurie, dem Großvater, und Britta, der Großmutter, sowie ihren leiblichen Kindern, Barry und Laurie, und Aileen und Keith. Während dies normalerweise ein Grund zur Freude sein sollte, da Britta Aileen abgöttisch liebte, stellte sich heraus, dass dies der Beginn einer der schlimmsten Perioden in Aileens Leben war. Eine Periode, die maßgeblich dazu beitrug, dass sie zu einer Mörderin wurde, die die Welt schockierte. Zunächst einmal waren sowohl Laurie als auch Britta hoffnungslose Alkoholiker, die nicht vorhatten, sich zu erholen. Als wäre der Alkoholismus nicht schon schlimm genug, galt Laurie auch noch als sehr streng. Und diese Strenge schlug oft in Missbrauch um. Jeden zweiten Tag schlug er die Kinder mit Gürteln und Riemen und da Aileen eine rebellische Ader hatte, war sie oft das Opfer dieser Schläge. Mehreren Berichten zufolge gab es Zeiten, in denen Laurie Aileen auf pseudosexuelle Weise schlug, indem er sie dazu brachte, sich zuerst auszuziehen. Aileen selbst behauptete, dass Laurie sie weiter verprügelt hat. Wenn er nicht gerade seine Schläge austeilte, begnügte sich Laurie mit psychologischer Folter. Bei mehreren Gelegenheiten beschimpfte er Aileen und einmal zwang er sie, ihm beim Ertränken ihres Kätzchens zuzusehen. Lauries Tochter Laurie bestätigte auch, dass ihr Vater die Weihnachtsgeschenke, die Diane ihren Kindern geschickt hatte, immer wegnahm. Im Laufe der Zeit wuchs Aileen zu einem hübschen, aber unruhigen Mädchen heran, das von vielen als jähzornig bezeichnet wurde. Andere hielten sie für ein wildes Kind, das immer etwas Böses im Schilde führte. In der Schule war Aileen relativ ruhig und blieb oft für sich. Da sie nicht den besten Ruf hatte, beschlossen die anderen Kinder, ebenfalls Abstand von ihr zu halten. Niemand wollte mit ihr spielen, als sie klein war. Ich schon. Sie tat mir immer leid. Da die junge Aileen nicht viele Freunde hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als bei ihrem Bruder Keith Trost zu finden. Oberflächlich betrachtet schienen die beiden wie Pech und Schwefel zu sein. Was für Geschwister normal ist. Aber was viele damals nicht wussten, war, dass dahinter etwas Dunkles lauerte. Aileen und Keith
waren in eine inzestuöse Beziehung verwickelt. Ich wusste nicht wirklich, dass es falsch war, was sie taten. Und ja, sie hatten Sex. Als Eileen etwa 10 Jahre alt war, begann sie sexuelle Handlungen mit ihrem Bruder vorzunehmen. Es ist zwar unklar, was die Motivation für diese ungewöhnliche Dynamik war, aber es wurde immer wieder bestätigt, dass diese Handlungen einigermaßen einvernehmlich waren. Trotz ihres Temperaments und ihrer inneren Kämpfe wollte ein Teil von Eileen unbedingt dazugehören. Sie wollte zu den anderen Kindern dazugehören und schlich sich, wann immer sie konnte, zu den nächtlichen Treffen im The Pit. Zuerst wurde Eileen bei diesen Treffen nicht akzeptiert, aber bald fand sie einen Weg in den Sex. Obwohl Eileen erst 10 Jahre alt war, hatte sie sich bereits eine Meinung über Sex gebildet. Sie sah ihn als Mittel zum Zweck und dachte sich deshalb wahrscheinlich nicht viel dabei, als sie im Austausch gegen Zigaretten und Kleingeld sexuelle Handlungen mit den Jungs in der Nachbarschaft begann und sich dabei in der Aufmerksamkeit sonnte, die sie von ihnen bekam. Mit dem Geld, das sie bekam, kaufte Eileen Bier und Drogen. Und was übrig blieb, gab sie aus, um sich Freunde zu kaufen. Leider zahlten sich die Versuche der jungen Eileen, die Leute für sich zu gewinnen, indem sie Geld für sie ausgab, nicht aus. Stattdessen wurde sie von ihren eigenen Partys rausgeworfen, obwohl sie alle Partyutensilien besorgt hatte, und sie wurde für ihre Entscheidung, sich zu prostituieren, verachtet. Sie bekam sogar den Namen Zigarettenschwein, oder kurz Zigarettenschwein, eine Anspielung auf eine ihrer bevorzugten Zahlungsarten. Im Laufe der Jahre verschlechterte sich Aliens Situation immer weiter und schien ihren Tiefpunkt zu erreichen, als sie im Alter von 12 Jahren herausfand, dass Lauri und Britta nicht ihre biologischen Eltern waren. Die Schläge zu Hause wurden immer häufiger. Sie zeigte schlechte Leistungen in der Schule und die Kinder aus der Nachbarschaft wollten immer noch nichts mit ihr zu tun haben. Alle außer Dawn Botkins. Dawn stand an Aileens Seite und versuchte, sich für sie einzusetzen, wann immer sie konnte. Leider konnte selbst Dawns Freundschaft Aileen nicht vor dem schützen, was noch kommen sollte. Als Eileen erst 14 Jahre alt war, wurde sie schwanger, nachdem sie von einem Mann angegriffen wurde, von dem sie behauptete, er sei ein Freund ihres Großvaters. Als es kurz vor der Geburt war, wurde Eileen in ein Heim für unverheiratete Mütter eingewiesen, wo sie am 23. März 1971 ihren Sohn zur Welt brachte. Zum Unglück des Mutter-Sohn-Duos wurden sie bei der Geburt getrennt. Das Baby wurde zur Adoption freigegeben und Eileen ging zurück zu ihren Großeltern. Einige Quellen behaupten sogar, dass Eileen ihr Kind nie in die Arme schließen konnte. Als Eileen nach Hause zurückkehrte, verfiel sie schnell wieder in ihr altes Verhalten. Aber ihre Ideologie hatte sich geändert. Laut Lori Vuornos Grody, der leiblichen Tochter von Britta und Lauri, die mit ihr aufgewachsen ist, begann Eileen Dinge zu sagen wie: Alle Männer sind darauf aus, Frauen zu benutzen. Und diese Denkweise sollte sie schließlich dazu bringen, Amerikas erste weibliche Serienmörderin zu werden. Monate nach der Geburt von Eileens Sohn versetzte ihr das Leben einen weiteren grausamen Schlag. Ihre Großmutter, für die sie die einzige Person war, die sie wirklich liebte und sich um sie kümmerte, starb an einer Krankheit, die manche Quellen als Leberversagen bezeichnen. Das Leben wird härter. Es gibt verschiedene Berichte darüber, was nach dem Tod von Britta Vuornos geschah. In einigen Berichten heißt es, dass Eileen zu dieser Zeit die Angewohnheit hatte, wegzulaufen, um Partys zu besuchen. Als sie von einem dieser Ausflüge zurückkehrte, um an Brittas Beerdigung teilzunehmen, wurde sie als Ausreißerin verhaftet und in Adrians Besserungsanstalt für Mädchen geschickt, bevor sie fliehen konnte. In anderen Berichten heißt es, dass Lauri Vuornos Eileen und Keith nach dem Tod seiner Frau aus dem Haus warf, sodass sie zu Mündeln des Staates wurden. Da sie nirgendwo anders hin konnte, suchte Eileen Unterschlupf in den Wäldern in der Nähe des Hauses ihres Großvaters. Und manchmal schlief sie auch in verlassenen Autos. Wenn sie sich waschen musste, besuchte sie die örtlichen Tankstellen. Obwohl sich ihr Leben zum Schlechten gewendet hatte, schaffte es Eileen, in der Schule zu bleiben, aber sie geriet bald in die falschen Kreise. Da sie sich mit den falschen Leuten abgab, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie knietief in die Drogen- und Alkoholsucht abrutschte. In ihrem ersten Schuljahr, als sie etwa 15 Jahre alt war, wurde Eileen mit Drogen erwischt und ins Büro des Schulleiters zitiert. Anstatt sich zu entschuldigen oder sich den Konsequenzen ihres Handelns zu stellen, beschloss sie, das Handtuch zu werfen, verließ die Schule und sah nie wieder zurück. Nun, da sie von der letzten Institution, die sie an Troy gebunden hatte, befreit war, begann Eileen ein nomadisches Leben zu führen, indem sie sich prostituierte und von einem Bundesstaat zum nächsten trampte. Ich weiß noch, wie sie Dawn und mir sagte: Oh, ich muss los. Und dann fuhr sie allein per Anhalter oder so weiter.
An jedem Ort, den sie besuchte, verdiente sie ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Sex und manchmal auch von Drogen. Wenn der Sex nicht ausreichte, um die Rechnungen zu bezahlen, schwänzte Eileen die Schule, beging kleinere Diebstähle und klaute in Geschäften. Ungefähr 2 Jahre lang lebte Eileen, die inzwischen den Namen Lee trug, so weiter. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie als Erwachsene das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt kam. Die kleine Verbrechensserie. Am 27. Mai 1974, nur wenige Monate nachdem sie 18 Jahre alt geworden war, wurde Eileen in Jefferson County, Colorado, verhaftet. Ihre Vergehen waren Fahren unter Alkoholeinfluss, ordnungswidriges Verhalten und das Abfeuern einer 22-Kaliber-Pistole aus einem fahrenden Auto. Es gibt zwar keine offiziellen Aufzeichnungen, aber man kann davon ausgehen, dass Eileen die nächsten 2 Jahre damit verbrachte, ihr Vorstrafenregister um ein paar weitere Bagatelldelikte zu erweitern, bevor sie 1976 beschloss, nach Florida zu trampen. Die Entscheidung, im Alter von 20 Jahren nach Florida zu ziehen, war nicht untypisch für Eileen. Sie bevorzugte schon immer einen sorglosen Lebensstil. Und wo könnte man diesen besser leben als an den goldenen Stränden des Sunshine State? In Florida lernte Vuornos den 69-jährigen Yachtclub-Präsidenten Louis Gratz Fell kennen. Und die beiden schienen sich gut zu verstehen. Sie verstanden sich sogar so gut, dass sie kurz nach ihrem Treffen den Bund fürs Leben schlossen. Da Fell ein wohlhabender Geschäftsmann war, hatte er alle Voraussetzungen, um Aileens Ticket aus Armut, Not und Prostitution zu sein. Leider war die Liebe der beiden nicht von Dauer. Zunächst einmal hatten sie sehr unterschiedliche Leben und Interessen. Während Fell seine Zeit mit seinen Freunden im Yachtclub verbrachte, war Vuornos damit beschäftigt, die örtlichen Bars zu besuchen und sich in Schlägereien zu verwickeln. Es wird behauptet, dass eine dieser Schlägereien ihr eine Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung einbrachte. Dank Eileens Handlungen litt Fells Ruf. Und nachdem er ihr einmal zu oft aus der Patsche geholfen hatte, hatte er langsam genug von ihr und der Gewerkschaft. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, oder in diesem Fall Eileens Ehe, war, als sie Fell, ihren alten Ehemann, angeblich mit seinem eigenen Stock schlug. Nach diesem Vorfall beschloss Fell, dass er genug hatte, beendete die Beziehung und erwirkte eine einstweilige Verfügung. So ging Eileens Vernunftehe innerhalb weniger Wochen in die Brüche. Nach der gescheiterten Ehe kehrte Eileen nach Michigan zurück und es dauerte nicht lange, bis sie dort auf die falsche Seite des Gesetzes geriet. Im Juli 1976 wurde sie in Bernie's Club von den örtlichen Behörden wegen Körperverletzung und Ruhestörung verhaftet. Während Eileen ihr Leben als Anhalterin von Ort zu Ort lebte, war ihr Bruder Keith schwer erkrankt. Am 17. Juli 1976 erlag Keith schließlich dem Speiseröhrenkrebs. Nach Keiths Tod erhielt Eileen $10.000 aus seiner Lebensversicherung. Für Vuornos hatte sich eine weitere Gelegenheit ergeben, ihr Leben neu zu gestalten. Aber vielleicht war sie zu diesem Zeitpunkt schon zu weit gegangen. Eileen verprasste das Geld, das sie von Keiths Lebensversicherung erhalten hatte, für Luxusgüter, darunter ein neues Auto. Und sie gab den Rest des Geldes aus, um Geldstrafen für mehrere Straftaten zu bezahlen. Als das Geld zur Neige ging, kehrte Eileen in das einzige Leben zurück, das sie kannte, diesmal entschlossen, größere Ziele zu erreichen. Was als Kleinkriminalität begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu bewaffnetem Raubüberfall, Auto- und Schusswaffendiebstahl, Widerstand gegen die Festnahme, Fälschung, Behinderung der Justiz und Identitätsdiebstahl. In späteren Interviews versuchte Eileen, sich selbst zu entlasten, indem sie sagte, dass sie einige der Straftaten, die ihr in ihren 20ern vorgeworfen wurden, nie begehen wollte. In Bezug auf den bewaffneten Raubüberfall behauptete sie, dass sie nicht die Absicht hatte, den Laden auszurauben. Sie habe den Laden zwar mit einer Pistole betreten, weil sie betrunken war und Liebeskummer hatte, aber sie habe nicht versucht, ihn auszurauben. Der Anblick der Waffe hatte die Ladenbesitzerin so sehr erschreckt, dass sie die Polizei rief. In Bezug auf die Fälschungsvorwürfe behauptete Eileen, dass sie für einen Mann gearbeitet hatte, der ihr seit einiger Zeit den Lohn vorenthielt, sodass sie beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und ihre Lohnschecks zu fälschen. Was auch immer ihre Beweggründe waren, Tatsache ist, dass Eileen, bevor sie 30 Jahre alt wurde, ein ziemlich langes Vorstrafenregister hatte. Aufgrund ihres langen Vorstrafenregisters war Eileen das Innere einer Gefängniszelle nicht fremd. Sie war schon mehrmals im Gefängnis gewesen, aber was sie und der Rest der Welt nicht wussten, war, dass das Schlimmste noch bevorstand. Begegnung mit Tyria.
1986, etwa ein Jahrzehnt nach ihrer gescheiterten Ehe mit Louis Gratzfell, lernte Aileen Thuria Jolene Moore in einer Bar namens Zodiac kennen. Zum Zeitpunkt ihres Treffens war Vuornos ein 30-jähriger Berufsverbrecher, während Thuria ein Hotelmädchen war, das ihre konservative Heimatstadt Cadiz, Ohio, verlassen hatte, um ihre Sexualität voll und ganz zu leben. Obwohl sie mehr als ein Jahrzehnt ihres Lebens damit verbracht hatte, ihren Körper an Männer zu verkaufen, verliebte sich Aileen Hals über Kopf in Thuria und innerhalb kürzester Zeit waren sie ein Paar. Die beiden Frauen zogen kurz nach ihrem Kennenlernen zusammen und Aileen, die es bis dahin gewohnt war, für Liebe zu bezahlen, war fest entschlossen, sich um Thuria zu kümmern. Da die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, die Prostitution war, setzte sie diese Arbeit fort, auch wenn Thuria sie ablehnte. Wann immer sie zusammen waren, verbrachten Aileen und Thuria ihre Zeit mit Biertrinken und Fernsehen. Gelegentlich gingen sie auch in den Wald, um eine von Aileens dunkleren Interessen auszuleben, das Schießen mit Handfeuerwaffen. Ungefähr zu der Zeit, als Aileen von Bagatelldiebstählen zu bewaffneten Raubüberfällen überging, entwickelte sie eine Vorliebe für Handfeuerwaffen und trug fortan immer eine bei sich, wenn sie unterwegs war. Anfangs behauptete sie, die Waffe sei eine Schutzmaßnahme, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich als viel mehr herausstellen würde. Mit dem Fortschreiten ihrer Beziehung wurde Aileen älter. Sie war jetzt in ihren 30ern und nicht mehr so attraktiv wie früher. Das machte es natürlich immer schwieriger, ihren Lebensunterhalt als Prostituierte zu verdienen. Während andere dies vielleicht als ein Zeichen sahen, sich einen Job zu sichern oder sogar einen Nebenjob anzunehmen, entschied sich Aileen, einen düsteren Weg einzuschlagen. Der Beginn des Endes. Jeder Mensch hat seine Sollbruchstelle und ich glaube, dass sie schließlich einfach überschnappte. Am 30. November 1989 ging Aileen zur Arbeit, weil sie wusste, dass sie und Thuria mit der Miete $1,200 im Rückstand waren und dass sie etwas dagegen tun musste. Wahrscheinlich hatte sie diesen Gedanken noch im Kopf, als sie dem 51-jährigen Richard Mallory begegnete. Richard hatte eine gewalttätige Vergangenheit mit Vergewaltigungen und Missbrauch und als er sich Vuornos näherte, in der Hoffnung, sexuelle Dienstleistungen zu erwerben, hatte sie keine Ahnung, wer er war. Richard hingegen hatte keine Ahnung, dass er bei seinem Streben nach kurzzeitigem Vergnügen etwas viel Wertvolleres verlieren würde. Sein Leben. Nachdem sie die Bedingungen ihrer Vereinbarung ausgearbeitet hatten, machten sich Richard und Aileen auf den Weg zu einem abgelegenen Ort, um das Geschäft abzuwickeln. Irgendwann zog Aileen die 22-Kaliber Handfeuerwaffe, die sie immer in ihrer Handtasche trug, und schoss insgesamt 3-mal auf Mallory. Eine der Kugeln traf seine linke Lunge und tötete ihn fast auf der Stelle. Nachdem sie Mallory getötet hatte, raubte Aileen ihn aus und nahm alles Wertvolle mit, was sie finden konnte. Dann bedeckte sie seine Leiche mit einem Stück Teppich und floh mit seinem Cadillac vom Tatort, wobei sie ihr erstes Opfer zurückließ. 2 Tage nach dem Vorfall entdeckte ein stellvertretender Sheriff von Volusia County Mallorys verlassenes Fahrzeug, aber es sollte noch 6 Wochen dauern, bis die Behörden die verlassene Leiche von Richard Mallory entdeckten. Als Aileen mit den Habseligkeiten von Richard Mallory nach Hause kam, erzählte sie Thuria angeblich, dass sie ihn in Notwehr getötet hatte. Aber es sollte nicht das letzte Mal sein, dass sie mit Gegenständen nach Hause kam, die Kunden gehörten, die durch ihre Hand zu Tode gekommen waren. Den Behörden zufolge war Aileens nächstes Opfer der 47-jährige David Andrew Spears, ein ahnungsloser Bauarbeiter in Winter Garden. Die beiden lernten sich am 19. Mai 1990 kennen. Etwa 6 Monate nach ihrem ersten Mordversuch. Wie Mallory hatte sich Spears an Aileen gewandt, in der Hoffnung, Geld für sexuelle Dienste zu bekommen. Aber es lief nicht so, wie er gehofft hatte. Am 1. Juni 1990 wurde die nackte, verwesende Leiche von Spears an der US Route 19 in Florida in Citrus County gefunden. Als Todesursache wurden 6 Kugeln aus einer 22er Pistole festgestellt. Die Ära der Todesschwalbe. Nachdem sie mit den Morden an Mallory und Spears davongekommen war, wurde Aileen immer selbstbewusster, tötete immer häufiger und ihre Tötungsmethoden wurden immer brutaler. Am 31. Mai 1990, kaum 2 Wochen nach dem Mord an Spears, schlug Aileen erneut zu. Diesmal war ihr Opfer der 40-jährige Charles Edmund Carskadden, ein Teilzeitarbeiter beim Rodeo. Nachdem sie Carskadden mit dem Versprechen auf bezahlten Sex in ein abgelegenes Gebiet in Pasco County gelockt hatte, zog Aileen ihre Waffe und schoss insgesamt 9-mal auf ihn. Danach zog sie seine Leiche heraus, wickelte sie in eine Heizdecke und warf sie weg, bevor sie sich mit seinem Auto und seinen Wertsachen aus dem Staub machte.
als Eileen im Juni 1990 auf ihr viertes Opfer, Peter Abraham Seams, traf, hatte sie bereits den Status einer Serienmörderin erreicht. Seams war ein 65-jähriger pensionierter Handelsseemann, der von Jupiter, Florida, nach Arkansas fuhr, dort aber nie ankam. Sein Auto wurde in Orange Springs, Florida, verlassen aufgefunden, aber seine Leiche wurde nie gefunden. Nach dem Mord an Opfer Nummer 4 hatte Eileen ihren Modus operandi perfektioniert. Sie hatte auch festgestellt, dass sie einen Typ hatte. Interviewer, wusstest du von Anfang an, dass du sie töten würdest, als sie dich in ihrem Auto abholten? Eileen, ich habe sie so ziemlich so ausgewählt, dass sie sterben würden. Eileens bevorzugte Opfer waren Männer mittleren Alters. Und als sie den 50-jährigen Troy Eugene Burris, einen Wurstverkäufer aus Ocala, Florida, entdeckte, wählte sie ihn sofort als ihr fünftes Opfer aus. Burgess lernte Eileen am 31. Juli 1990 kennen. Und vier Tage später, am 4. August, wurden seine Überreste in einem Waldstück an der State Road 19 in Marion County gefunden. Ungefähr zu dieser Zeit begannen die Behörden verzweifelt zu werden. Mit jeder neuen Leiche, die entdeckt wurde, wurde immer deutlicher, dass man es mit einem Serienmörder zu tun hatte. Aber nicht in einer Million Jahren hätten sie gedacht, dass es sich um eine Frau handeln würde. Jedenfalls nicht am Anfang. Bevor ihr Glück sie verließ, gelang es Eileen, zwei weitere Männer zu töten und auszurauben. Einer von ihnen war der 56-jährige Charles Richard Dick Humphreys, ein pensionierter Major der US Air Force, ehemaliger staatlicher Ermittler für Kindesmissbrauch und ehemaliger Polizeichef. Humphreys Leiche wurde am 12. September 1990 in Marion County gefunden. Seine Todesursache waren 7 Schüsse in Kopf und Oberkörper. Eileens siebtes und letztes Opfer war der 62-jährige Walter Jeno Antonio, der Trucker, Wachmann und Reservepolizist war. Nach seiner tödlichen Begegnung mit der Jungfrau des Todes wurde Antonios nackter Körper in der Nähe einer abgelegenen Holzfällerstraße in Dixie County mit 4 tödlichen Schusswunden entdeckt. In einigen Berichten wird behauptet, dass Eileen nach dem Mord an Antonio noch einmal zugeschlagen hat. Es gibt jedoch keine Fakten, die diese Behauptungen belegen. Bis heute gibt es Gerüchte über 8 nicht identifizierte Opfer. Das Ende einer Ära. Während Eileen auf ihrer Mordtour eine Spur von Leichen hinterließ, wusste sie nicht, dass sie gleichzeitig eine Reihe von Spuren hinterließ, die alle auf sie hinwiesen. Der erste große Durchbruch bei den Ermittlungen gelang der Polizei, als sie das Fahrzeug von Peter Seams, Eileens siebtem Opfer, fand. Vor der Entdeckung des Fahrzeugs behaupteten Augenzeugen, sie hätten gesehen, wie Vuornos und ihre geliebte Tyria das Auto verließen, nachdem sie es auf der State Road 15 zu Schrott gefahren hatten. Eine Zeugin, Rhonda Bailey, sagte, sie habe gesehen, wie die beiden aus dem Fahrzeug stiegen und der Polizei eine Beschreibung der beiden gegeben. Rhonda sagte, dass Eileen die Nummernschilder mit bloßen Händen abmontiert hatte, in dem verzweifelten Versuch, sie von jeder diskriminierenden Identifizierung zu befreien. Aber obwohl sie eine Frau war, die alles tat, um über die Runden zu kommen, war Eileen immer noch nur eine trampende Nutte und keine erfahrene Mörderin. Sie hatte so gut wie keine Ahnung, wie sie den Tatort von Beweisen befreien konnte. In Peter Seams Auto wurde Eileens Handabdruck auf dem inneren Türgriff gefunden. Die Polizei fand auch Zigarettenstummel mit Eileens Abdrücken darauf. Nach der Ermordung jedes Opfers nahm Vuornos alle wertvollen Gegenstände mit und verpfändete sie in örtlichen Pfandhäusern. Einer der Gegenstände, die sie verpfändete, war eine Waffe, die Cascadon, ihrem dritten Opfer, gehörte. Dank ihrer regelmäßigen Besuche fand die Polizei Vuornos Fingerabdrücke auf einer Quittung in einem Pfandleihhaus, das sie zuvor besucht hatte. Von da an war es ein Kinderspiel, sie zu identifizieren. Eileen hatte in Florida ein unglaublich langes Vorstrafenregister und so waren Muster ihrer Fingerabdrücke in einer Datenbank gespeichert. Als die Polizei genug Beweise hatte, um sie festzunehmen, veröffentlichte sie ein Phantombild von Eileen und Tyria. Einigen Berichten zufolge sah Tyria dieses Phantombild und erkannte, dass die Polizei Eileen auf der Spur war. Da sie nicht mit dem sinkenden Schiff, das ihr Geliebter war, untergehen wollte, verließ Tyria Vuornos und kehrte zu ihrer Schwester nach Pennsylvania zurück. Am 9. Januar 1991, etwa 2 Monate nach der Ermordung ihres letzten Opfers und ein paar Tage, nachdem Tyria sie verlassen hatte, wurde Vuornos aufgrund eines offenen Haftbefehls in der Bikerbar The Last Resort in Volusia County von den Behörden aufgegriffen. Die Polizei hatte genügend Beweise, die Eileen mit einigen ihrer Opfer in Verbindung brachten, aber sie brauchten mehr.
Also taten sie etwas, das für die Strafverfolgungsbehörden nicht untypisch ist. Sie schlossen einen Deal mit dem, den sie für das kleinere Übel hielten. Weniger als 3 Tage nach der Festnahme von Eileen gelang es der Polizei, Tyria Moore aufzuspüren. Anstatt sie als mutmaßliche Komplizin zu verhaften, boten die Behörden Moore Straffreiheit an, wenn sie sich bereit erklärte, ihrem inzwischen entfremdeten Liebhaber ein Geständnis zu entlocken. Moore stimmte diesen Bedingungen zu und wurde in ein Motel in Florida zurückgebracht. Dort rief sie Eileen im Laufe der 3 Tage mehrmals an, um sie zu einem Geständnis zu bewegen. Am Telefon flehte Tyria Eileen an, zu gestehen und sagte, dass die Behörden drohten, ihr die Morde anzuhängen. Sie ging sogar so weit, dass sie andeutete, sie könnte sich das Leben nehmen. Am 16. Januar 1991, dem 3. Tag nach Beginn der Telefongespräche mit Tyria, gab Eileen dem Wunsch nach, ihre Geliebte zu schützen und gestand die Verbrechen. So wurde Eileens Geliebte, die Frau, mit der sie 4 Jahre lang ihr Leben geteilt hatte, zur Hauptzeugin der Anklage in ihrem Mordprozess. In Eileens aufgezeichnetem Geständnis, das insgesamt 3 Stunden dauerte, wiederholte sie immer wieder, dass sie ihre Verbrechen gestand, um Tyria zu schützen. Und auf die Frage nach ihrem Motiv antwortete sie: Ich habe diese Männer getötet. Ich habe diese Männer getötet. Ich habe sie nicht ermordet. Mord ist Mord ersten Grades und Vorsatz. Und Töten ist etwas, das man zur Verteidigung tun muss. Das Ende des Monsters. In den Monaten nach ihrer Verhaftung mussten die floridianischen Behörden auf die harte Tour lernen, dass Amerikas erste weibliche Serienmörderin oft widersprüchliche Geschichten erzählte. Manchmal behauptete sie, bei jedem Mann, den sie tötete, Opfer einer Vergewaltigung gewesen zu sein. Ein anderes Mal gestand sie, dass sie versucht hatte, die Männer auszurauben. Je nachdem, wer ihr zuhörte, änderte sich ihre Geschichte. Nach Eileens Verhaftung meldete sich Arlene Prahli, eine etwas merkwürdige, wiedergeborene Christin, die behauptete, von Gott ausgewählt worden zu sein, um Eileen zu retten. Und die beiden begannen, eine Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung, die schließlich dazu führte, dass Prahli Vuornos legal adoptierte. Obwohl Eileen im Januar 1991 verhaftet wurde, kam sie erst am 13. Januar 1992 vor Gericht, als sie wegen des Todes von Richard Mallory angeklagt und von Trish Jenkins vertreten wurde. Während des Prozesses wiederholte Eileen, dass sie Mallory in Selbstverteidigung getötet hatte und schilderte sogar, wie er sie während ihrer Begegnung vergewaltigt und missbraucht hatte. Da Mallory wegen Missbrauchs und Körperverletzung im Gefängnis gesessen hatte, hatte Eileen zwar eine Chance, aber in einem Fall, der heute als schwere Ungerechtigkeit gegenüber Lees Recht auf ein faires Verfahren angesehen wird, wurden keine Beweise aus Mallorys Vergangenheit vorgelegt. Zusätzlich zu dem, was einige als die Inkompetenz von Eileens Anwalt bezeichneten, präsentierte die Staatsanwaltschaft Tyria Moore als Zeugin. Tyria trat in den Zeugenstand, berichtete ausführlich über ihre Beziehung und widerlegte Eileens Behauptung, sie sei in der Mordnacht nicht mit Verletzungen nach Hause gekommen. Am Ende wurde Eileen für den Mord an Richard Mallory verurteilt. Etwa einen Monat später, im März 1993, bekannte sich Eileen zu 3 weiteren Morden, für die sie ebenfalls schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Im Juni 1992 bekannte sich Vuornos erneut des Mordes an Charles Carskadon schuldig und wurde im November zu einer weiteren Todesstrafe verurteilt. Außerhalb des Gerichts gab Eileen Vuornos die Tötung von Seams zu, aber da seine Leiche nie gefunden wurde, wurde sie nicht verurteilt. 10 Jahre nach ihrer ersten Verurteilung zum Tode stand Eileen Vuornos immer noch vor Gericht und ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Obwohl sie bei ihrer Prüfung als Psychopathin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, entschied das Gericht, dass dies für ihre Verbrechen nicht unbedingt relevant war. Dennoch erklärte es die Instabilität, die dazu führte, dass Eileen von ihrer Gefängniszelle aus den Verstand zu verlieren begann. Über 1 Jahrzehnt, nachdem sie wusste, dass sie sterben würde, stand Eileen immer noch vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt war sie des Lebens bereits überdrüssig und wollte es einfach nur hinter sich bringen. Also, was tat sie? Im Jahr 2001 beantragte Eileen beim Gericht, dass ihre Strafe beschleunigt werden sollte. Als Grund nannte sie missbräuchliche und unmenschliche Lebensbedingungen. Vuornos behauptete auch, dass ihr Körper von einer Schallwaffe angegriffen wurde. Ihr vom Gericht bestellter Anwalt versuchte zu argumentieren, dass sie irrational und verwirrt sei. Aber sie weigerte sich nicht nur, auf seine Verteidigung einzugehen, sondern gestand auch erneut die Morde und schickte dies als Dokument für das Gerichtsprotokoll. Ich habe es so satt, dieses »Sie ist verrückt« Zeug zu hören. Ich bin schon so oft untersucht worden. Ich bin zurechnungsfähig
und zurechnungsfähig und versuche, die Wahrheit zu sagen. Ich hasse menschliches Leben und würde wieder töten. Ihr müsst Eileen Wuornos töten, denn sie wird wieder töten. Ein Jahr später bekam Eileen Wuornos endlich, was sie sich gewünscht hatte. Am 9. Oktober 2002 wurde sie am Morgen dieses Tages durch eine tödliche Injektion hingerichtet.